Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Viert-Account. Wir gehen jetzt in den Turm der Mutigen und dann versuchen wir uns im Aspus-Dungeon. Mal sehen. Du bringst mir garantiert nichts, aber egal, wir nehmen dich trotzdem mal mit. Und diese hier. Tö. Wir haben jetzt hier ja Stufe 51 und es wäre gut, wenn wir es schaffen könnten, inklusive 100 hinzubekommen. Wir machen das wie immer. Wenn wir hier drauf drücken, alles, was vier Gegner hat, lassen wir durchlaufen. Und alles, was darunter ist, überspringen wir. Oh, mal sehen. Rüstung und sowas habe ich hier drauf. Ich habe da nur nicht aufgewertet, weil ich die Puppe sowieso später irgendwann mal verbrauchen will. So, das hat natürlich nichts gebracht, habe ich mir schon gedacht, aber egal. Das sah gut aus. Okay. So, und das ist ein Zweier. Den überspringen wir und hoffen das Beste. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Wir gucken das später. So viel habe ich da mit Sicherheit nicht drauf. Gerade so in den Anfängen ist das Gold ja immer schnell weg, nicht? Weil Helden aufwerten und Kristalle aufwerten oder auch Tiere aufleveln, das kostet alles Unmengen an Gold. Man kriegt zwar immer schnell reichlich viel hinterher, aber trotzdem ist das dann auch immer reichlich schnell wieder weg. Deswegen muss man schon gucken, was dann eventuell gekauft werden kann oder auch nicht. Immer so ein bisschen mit einem sparsamen Auge dabei. So, hier haben wir wieder einen Vierer. Sehr schön. Hoffen wir das Beste. Ach ja, come on, zack, kaputt. Auch wieder ein Vierer. Sehr schön. Ich muss ja sagen, Garuta als Gegner mache ich ja so überhaupt nicht, aber wenn man die im eigenen Team hat und die richtig gut aufgewertet ist und ausgestattet ist mit was auch immer sie so braucht, dann ist das gar nicht so verkehrt. Warum gucke ich mir das eigentlich an? Das weiß ich auch nicht so genau. Macht der Gewohnheit. So, mach dich weg. Nicht, weil, wie gesagt, einkaufen gucken wir später, was wir können. Sofern man nicht Unmengen an Diamanten hat, sollte man bei Diamantenkäufen hier unbedingt aufpassen. Da sind zwar eigentlich immer ganz gute Sachen drin und die sind auch sehr gut preisreduziert, aber wie gesagt, Diamanten wachsen auch nicht wie Sand am Meer. Und da es viele Events gibt, wo man Diamanten einsetzen kann, um da extrem gute Belohnungen rauszubekommen,
muss man da so ein bisschen Vorsicht walten lassen beim Verbrauch von Diamanten. Außer natürlich, man ist jemand, der Geld in dieses Spiel steckt und sich Diamanten kauft, dann ist das natürlich was anderes. Dann kann man die natürlich zuhauf raushauen. Nicht, aber wenn man einer ist, der wenig Geld reinsteckt oder gar kein Geld reinsteckt, dann sollte man da schon aufpassen. So, hier haben wir wieder einen Vierer. Sehr schön. Und wieder ein Vierer. So. Momentan sieht es ja noch alles relativ gut aus, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Vor allen Dingen, wenn die einen so festsetzen, ne? Ich glaube, ich muss mal sehen, dass wir hier ein bisschen auffüllen. Jetzt haben wir hier, auch wieder ein Vierer. Uiuiui, hoffen wir das Beste, dass wir damit auskommen. Allzu viel von diesen Geschichten zum Leben auffüllen haben wir ja nicht gerade. Das geht schief, das geht schief. Oha, oh, Gott sei Dank. Uiuiui. Das sah aber für einen Moment überhaupt nicht gut aus. So, wie sieht's mit dir aus? Sehr schön. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder ein Zweier-Team. Sehr schön. Okay. Beten. Aha, der ist jetzt auch schon bei 160. So langsam aber sicher werden die Gegner dann hier eine extreme Ecke stärker. Beten. Eieiei. Hoffen wir das Beste. Oh, come on. Come on, come on, come on, come on. Lass dich nicht kaputt machen. Yay, gutes Kind. Sehr schön.
Schon wieder ein Vierer, okay. Sehr schön, auch kaputt. Sehe das schon kommen. Das ist garantiert wieder so eine kurz vor Schluss gehen wir kaputt Geschichte. Man darf sich hier nämlich nicht zu sicher sein. Sehr schön. Auf ein neues Zittern. Oh. Ja, natürlich. Come on. Oh, come on, wehr dich. Machst du denn? Du musst den Aspus zuerst, Asmodeus zuerst raushauen. Das war gar nicht Aspus. So ein Quatsch. So. Okay. Beten, beten. Yay! Haha, nice! Siehst du wohl, und damit haben wir den nächsten Speicherpunkt erreicht und sind jetzt in Normal. Alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.